Guten Tag und willkommen zu Aktuell. Der Automobilzulieferer Neue Haberg Guss macht schon seit Monaten Schlagzeilen mit Streiks und Produktionsstopps. Immer neue Hiobsbotschaften lassen die 1500 Beschäftigten in Saarbrücken und ihre 700 Kollegen in Leipzig um ihre Arbeitsplätze bangen. Es gibt inzwischen aber einen möglichen Käufer für das Werk in Saarbrücken. Bei der Neuen Haberg Guss spitzt sich der Machtkampf zwischen Zulieferern und Automobilherstellern um Preise und Liefermengen immer mehr zu. Zulasten der 2200 Mitarbeiter in Saarbrücken und Leipzig. Am Morgen hieß es, die Produktionsmaschinen würden abtransportiert. Dann kam die Nachricht, dass das Werk verkauft werden soll. Wir selbst haben gestern gemeinsam mit diesem potenziellen Übernehmer das Landespaket geschnürt, wie wir uns an der Zukunftssicherung beteiligen. Wir sind bereit, bis zu 40 Millionen in die Absicherung über Bürgschaften und bei den Investitionen in Betriebsmittellinien für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu investieren, wenn uns über ein Gutachten nachgewiesen ist, dass die Zukunftsfähigkeit mit dem Konzept, das die neuen Eigentümer verfolgen wollen, dann auch hergestellt werden kann. Banges Warten auf Neuigkeiten bei der Belegschaft. Zurzeit ist noch unklar, ob die Prevent-Gruppe NHG überhaupt verkaufen will. Geschäftsleitung und Betriebsräte haben heute in Frankfurt über einen Sozialplan verhandelt. Bis Ende des Monats soll feststehen, wie es weitergeht. Der Staatssekretär im Justiz- und Europaministerium Theis könnte Kandidat der Saar-CDU für die Europawahl im kommenden Jahr werden. Das hat der SR aus Parteikreisen erfahren. Endgültig wird die Liste allerdings voraussichtlich erst im Frühjahr aufgestellt. Die SPD hat mit Jo Leinen ihren Kandidaten für die Europawahl bereits nominiert. Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer aller privaten Busunternehmen im Saarland heute zu einem ganztägigen Warnstreik für mehr Geld und bessere Arbeitszeiten aufgerufen. Bis zum Nachmittag hatten sich etwas über 200 Busfahrer beteiligt. Problematisch für die Fahrgäste war, dass die Online-Fahrpläne kaum oder gar nicht aktualisiert wurden. Nach Angaben von Verdi waren Linien im gesamten Saarland vom Streik betroffen. Bis zu 230 Fahrer von privaten Busunternehmen ließen ihre Busse stehen, vor allem in St. Ingbert, Großrosseln, St. Wendel und Wadern. Weil die Ausfälle so kurzfristig kamen, konnten die Fahrgäste nicht online informiert werden. Die Arbeitgeber verweisen darauf, dass sie erst vor kurzem einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft GÖD abgeschlossen haben. Wir bieten Verdi natürlich Gespräche an. Ergebnis offen. Wir werden im Vorfeld kein Angebot machen, was wir, sage ich mal, Verdi, wie wir mit Verdi in Zukunft umgehen wollen. Wir werden uns gerne mit der Führung von Verdi mal an den Tisch setzen und werden über alle diese Sachen hier sprechen. Und dann schauen wir mal weiter. Verdi kündigte inzwischen an, den für morgen geplanten zweiten Warnstreik auszusetzen. Vor allem bei den geteilten Diensten sieht die Gewerkschaft Verhandlungsbedarf. Zweimal 4 Stunden über den Tag verteilt seien nicht dasselbe wie eine normale 8-Stunden-Schicht. Die saarländischen Grünen haben die Landesregierung aufgefordert, 500 zusätzliche Wohnheimplätze für Studenten zu schaffen. In einer Erklärung heißt es, die Situation sei seit Jahren angespannt. Allein durch die Schließung des maroden Wohnheims D auf dem Saarbrücker Unicampus fehlten 260 dringend benötigte Zimmer. Nach Angaben der Grünen liegt das Saarland bei der Versorgung mit preisgünstigen Wohnheimplätzen unter dem Bundesdurchschnitt. Auf einer Baustelle an der A6 zwischen Vechingen und St. Ingbert hat sich am späten Vormittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei dem SR mitteilte, wurde ein Mitarbeiter einer Firma von einem Baustellenfahrzeug erfasst und überrollt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der betroffene Autobahnabschnitt wurde vorübergehend gesperrt. Und nun noch die Wetteraussichten. Heute Nacht ist es leicht bewölkt, gebietsweise bildet sich Hochnebel. Die Temperaturen gehen bis auf 8 Grad zurück. Morgen früh gibt es zum Teil noch Hochnebelfelder. Ab dem Mittag wird es aber verbreitet sonnig und bis 21 Grad warm. Am Samstag ziehen Wolken auf, am Sonntag wird es wieder sehr freundlich. Und die neue Woche startet mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Es wird dann auch kühler. Soweit aktuell. Wir melden uns wieder in einer Stunde um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.